Also da seht ihr jetzt sehr gut, dass sie hier in diesem Bereich sehr empfindlich ist. Ja? Das ist halt eben dann, wenn ein Pferd vom Gurten her auch empfindlich ist und sehr viel Gurtzwang hat, kommt es meistens aus diesem Nervengeflecht. Also hier haben wir ein großes Nervengeflecht und da reagiert sie sehr stark. Also ihr seht, wenn ich nur ein bisschen rumfummel, sagt sie schon, ist unangenehm. Ja, man muss aufpassen, dass sie dann keine watscht. Aber wir sehen, dass die hat einen Hypertonus. Also der Muskel ist offensichtlich stark in Spannung. Den werden wir jetzt ein bisschen ausprobieren und schauen mal an, wie das so nach 20 Minuten ausschaut, okay? Danke. Okay? Also sie sind sehr heftig da eigentlich. Schauen wir uns an, das nachher schon. Das ist das Ganze, die ganze Seite vibriert hat. Mhm. Und dann siehst du auch diese Rillen. Und man sieht, dass der Lymphfluss da entlang kommt. Mhm. Wo es ein bisschen nachvibriert. Das sieht man im Video oft so schlecht. Ja. Aber wenn man halt daneben steht, dann sieht man es. Was jetzt gut, ja. Jetzt ist das Gewicht schon besser. Mhm. Also man sieht jetzt, dass das schon weitaus besser ist. Durch das Faszien. Arbeit mit dem Rad sieht man jetzt, dass die Spannung schon weniger ist. Also sie hat nicht mehr so starke Reaktion. Sie weicht zwar mit dem Körper ein bisschen aus, weil sie reagiert nicht mehr so wie vorhin. Vorhin ist sie richtig guckt. Jetzt suche ich mir die Punkte noch, wo noch ein bisschen was ist. Das wird da zum Beispiel. Das sieht man im Video nicht, weil das fühlt sich dann so bup, 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 gell? Ja, man sieht sie ein bisschen. Ja. Und zwar ist es so, ich spüre so vibrieren. Und ich sage immer so wie beim letzten Popcorn, wenn man Popcorn in der Mikrowelle macht, da geht es immer so plupp, 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 plupp und zum Schluss so plupp, plupp, plupp und dann wartet man das letzte Popcorn so plupp und auf das warte ich noch und dann gehe ich erst weg. Also im Endeffekt, ja, ist es wie Popcorn machen. So, ich suche mir noch einen Punkt. Viel besser, viel besser, viel besser. Also ihr seht jetzt schon, Unterschied ist da. Deutlicher Unterschied, glaube ich. Ja, da passt. Ja. Jetzt suche mir noch einen Punkt, vielleicht finde ich noch was. Also sie ist zwar nicht happy, aber sie gibt wenigstens bald so wohl nach. Es ist auch alles viel weicher jetzt. Ich schaue, ob ich noch was finde. Oh, fast weg. Da haben wir noch was. Da, da. Ja. Oh, da vibriert es. Da gibt es Gas. Da greift er rein, da geht es so. Wie der Muskel sagt, Stressalarm. Stressalarm, Stressalarm, du schreckst jetzt endlich aber ja. Ab. Oh. Lästige kleine Wanze ist das. Ja. Ja. Und dann warte ich auf das letzte Ploppen. Ja, jetzt. Und lasse los. Und dann sieht ihr, das Fell stellt sich dann auch auf, weil ich tue nicht nur halten, sondern ich vibriere dann auch ein bisschen dagegen. Mhm. Dagegen, gell? So, jetzt habe ich ein bisschen da herumgetan mit dem Faszienrad und dann auch mit den Fingern. Und jetzt schauen wir nochmal im Vergleich. Die Reaktion ist weg. Wenn ihr mal alle schaut, ja, die Reaktion ist nicht mehr da. Okay? Vorhin puff, puff, puff. Und jetzt fast nichts mehr. Das heißt, wir haben diesen Hypertonus ziemlich gut rausgekriegt. Es ist auch nicht mehr so breit, es ist ein bisschen abgeflacht. Mhm. Ja? Okay. Ist angenehm, gell? Ist definitiv für sie auch angenehmer. Also der Unterschied ist jetzt, glaube ich, sehr eindeutig. Deutlich, ja. Mhm.